Willkommen zum Video 35 in der Vorlesung Theorie ökologischer Gemeinschaften. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt gern mal auf so eine neue Modellklasse kommen, also eine extrem wichtige Modellklasse, die es uns erlaubt, die Parameter des Lotka-Volterra-Modells aus Eigenschaften der Art oder der Umgebung einer Art herzuleiten. Und dazu müssen wir jetzt einen kleinen Umweg gehen und wir müssen einmal über George Hutchinson reden, über limitierende Ähnlichkeiten und den Nichtbegriff, der von Hutchinson eingeführt wird. Und die Idee dazu, das hatte ich auch schon angerissen, ist dieses Modell der Konkurrenz von drei Arten, bei der die mittlere Art mit beiden anderen wechselwirkt, aber die äußeren halt nur mit der mittleren, ne? Also diese Konkurrenzmatrix. Und dann habe ich ja schon gesagt, vielleicht kann man diese Konkurrenzbeziehung so verstehen, dass man die Arten anordnet, hier in einer Linie, und die Position oder die Abstände zwischen Arten assoziiert mit der Wechselwirkung, der Konkurrenzstärke. Je enger Arten zusammenkommen, desto stärker sollen sie wechselwirken und je weiter sie auseinander sind, desto weniger soll die Wechselwirkung sein. Das entspricht so unserer Intuition. Wenn zwei, ja eigentlich zwei Individuen sehr nahe beieinander sind, dann interagieren sie halt stärker. Nur sollen das jetzt keine Individuen sein, sondern Arten. Und das soll nicht der physikalische Raum sein, sondern es soll ein abstrakter Raum sein. Und das ist genau jetzt der Beitrag von Hutchinson, was diese Vorstellung dieses Raumes. Und dann war ja das Ergebnis dieses Modells, das wir festgestellt haben, dieses A, die Konkurrenzstärke, muss kleiner sein als 1/2, dann können alle drei Arten koexistieren. Sobald aber die Konkurrenzstärke größer wird, dann wird die mittlere Art verdrängt. Und dann haben wir interpretiert, das ist vielleicht eine Grenze der Ähnlichkeit. Also die Konkurrenzstärke sagt mir doch etwas darüber aus, wie ähnlich die Arten sind oder über den Abstand der Arten in diesem Raum. Und dieser Abstand darf nicht zu eng werden. Also wenn großes A bedeutet ja kleiner Abstand, wenn die Arten zu eng zusammengequetscht werden hier, dann wird die mittlere Art, die am stärksten zusammengequetscht wird, verschwindet. Kann man diese Ideen, kann man das generalisieren und ein bisschen und dann systematisch in Modelle übersetzen. Und da werden wir jetzt reden über den Beitrag von Hutchinson. Also, George Evelyn Hutchinson ist also Ökologe, im letzten Jahrhundert, ist gestorben 1991 und der wird von vielen Ökologen immer noch als so eine Art Vater der modernen Ökologie bezeichnet. Und Hutchinson hatte da eine ganze Menge Ideen dazu zusammengestellt oder geliefert, die es jetzt schwierig machen, das jetzt hier so in einer Reihenfolge jetzt in so einem Video zu präsentieren. Ich werde da im StudIP zwei Papiere von Hutchinson zur Verfügung stellen, wo Sie einfach mal sehen, wie er damals geschrieben hat, warum er es geschafft hat, so viele Ökologen so, von seinen Ideen zu begeistern. Ein Papier ist einfach ganz lapidar bezeichnet, Concluding Remarks, wo er die Grundlagen der Nicht-Theorie vorstellt. Und so ein anderes Papier, diese Hommage zu Santa Rosalia, wo er beschreibt, wie er in einen Feldstudien in Sizilien einen Berg hochwandert, dort eine Kirche sieht und dort so eine kleine Kirche hat mit einer Schutzheiligen, Santa Rosalia, und dann denkt er sich, ach ja, Rosalia, das wäre doch ein guter Schutzheiliger für die Biodiversitätsforschung.
Und deswegen auch sonst, wenn Sie in der Literatur mal etwas über Santa Rosalia hören, dann bezieht sich das oft hier auf dieses Papier von Hutchinson. Und so in dieser Form können Sie heute gar nicht mehr wissenschaftliche Publikationen schreiben, dass Sie über, das muss man länger ausholen und Ihre letzte Explosion beschreiben und dann sich überlegen, wie Sie einen Schutzheiligen nennen können. Aber jedenfalls in diesem Papier, also vielleicht sollte ich ja nochmal dieses Santa Rosalia. Das mal hinschreiben, weil das ist etwas, was man vielleicht im Hinterkopf haben kann, wenn man das mal irgendwo in der Literatur sieht. Jedenfalls, dann beschreibt er auf seiner Exkursion, er sieht da einen Teich, er beobachtet dort Wasserinsekten. Einen kleinen Teich. Und dann wundert er sich, wie viele Arten von Insekten können denn jetzt in diesem Teich überleben. Ne? Und dann ist dieses Papier, also diese Papiere sind dann Feuerwerke von Ideen, die halt die Artenvielfalt in diesem Teich limitieren könnten, in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also er fragt sich, wie viele Arten dort koexistieren. Und das ist ja genau die Grundfrage, die ich in dem ersten Video dieser Vorlesung auch gestellt habe. Das ist natürlich alles inspiriert letztendlich sehr stark auch von diesen Ideen von Hutchinson. Also diese ganze Biodiversitätsforschung. Nun und dann stellt er fest, was limitiert denn die Arten in diesem See? Und dann nimmt er zum Beispiel eine spezielle Gruppe, nämlich die Corixidae. Und dann beobachtet er hat dort nur zwei Arten in diesem Teich. Die er dort beide beobachtet und überlegt sich, was unterscheidet die? Und eigentlich unterscheidet die nur die Körpergröße. Und dann fragt er sich, wieso sind, wenn diese beiden Arten koexistieren, ist eine größer als die andere. Und so ein Grundkonzept, was er jetzt hier in Worten an dieser Stelle fasst, ist, dass er sagt, können wir diese Corixidae-Arten nicht darstellen auf so einer Linie? Und diese Linie, das ist die Körpergröße einer Art. Und er stellt fest, in seinem Teich hat er genau zwei Arten, einer hier, eine hier. Eine hat eine gewisse Körpergröße, die andere ist größer. Und er stellt fest, das Verhältnis der Körpergrößen ist so ungefähr 1,3. Verhältnis der Körpergrößen. Und dann kommen da solche Vorstellungen. Im Prinzip könnte man ja jetzt so ein Wasserinsekt skalieren. Warum? Es könnte ja noch kleiner sein, es könnte noch größer sein. Wenn es zwei Insekten dieser zwei Körpergrößen gibt, dann muss es doch auch möglich sein für die Evolution oder die Biologie, ein Insekt herzustellen, das eine mittlere Körpergröße hat. Warum beobachtet er das nicht? Dann kommt er also dazu, dieser Vorstellung, dass man Merkmale haben kann, eine Art, also der Organismen einer Art, die sich so kontinuierlich verändern können. Das sind die möglichen Merkmale, die vielleicht realisiert sein können, aber in einer bestimmten Gemeinschaft, in einem bestimmten Habitat, bei dem die Arten konkurrieren, findet er immer so einen gewissen Abstand. Er findet
oder hier einen Abstand oder ein Verhältnis. Das Verhältnis, die größere Art, ist immer den Faktor mindestens 1,3 größer als die kleine. Und dann fragt er also, wie unterschiedlich müssen denn Arten sein, um zu koexistieren? Und er hat es dann auch weiter studiert, untersucht, nicht nur in diesen Wasserinsekten, auch sonst generell, auch in Schnabellängen von Vögeln, in Längenverhältnissen von anderen Tieren. Und immer wieder, sehr oft findet er dieses 1,3, also ein Verhältnis, das, um das sich diese Merkmale der Arten mindestens unterscheiden müssen. Und dann sagt er, dieses 1,3, das ist die limitierende Ähnlichkeit. Im Englischen sagen wir da Limiting Similarity. Was ist die Limiting Similarity? Und er kommt dann zu diesem Konzept, dass man halt genau Eigenschaften von Arten in so einem kontinuierlichen Raum darstellen kann. Aber wenn die Arten koexistieren, dann gibt es so einen gewissen Mindestabstand zwischen den Arten. So, und wenn wir jetzt erstmal wieder unser Lotka-Volterra-Modell, unser einfaches Drei-Arten-Lotka-Volterra-Modell nehmen, dann können wir uns ja vorstellen, ja, das ist vielleicht diese Anordnung, diese drei Kreise sind vielleicht entlang so einer Linie angeordnet. Die Konkurrenzstärke muss dann irgendwie aus den Abständen kommen. Und dann haben wir ja gesehen, ne, hier haben wir auch eine Grenze der Ähnlichkeit gefunden, in diesem Fall a gleich 1,5. Und nur wenn die Arten eine geringere Konkurrenzstärke, also einen größeren Abstand haben als 1,5, dann können sie alle drei koexistieren. Dann hätten wir in diesem Modell wirklich gezeigt, wo so eine Grenze der Ähnlichkeit herkommen kann. Und Hutchinson hat diese Ideen dann sehr viel weiter systematisch ausgebaut und kommt dann zu der Formulierung der ökologischen Nische. Und er sagt dann, naja, können wir nicht irgendwie so einen Arten eintragen in so einen allgemeinen Raum? Er kam dann sehr schnell drauf, dass also so ein eindimensionaler Raum nicht funktioniert. Wir brauchen einen höherdimensionalen Raum und jetzt gibt es halt die Unterscheidung. Dieser Raum, also diese Achsen, könnten einmal Merkmale einer Art sein, wie eine Körpergröße. Es könnten aber auch Merkmale der Umwelt sein. Lassen wir das mal hier Umweltfaktor. Und hier haben wir einen Faktor 1, hier haben wir einen Faktor 2, also wir haben hier einen höherdimensionalen Raum. Hutchinson geht davon aus, dass es ein sehr hochdimensionaler Raum ist, aber zeichnen kann man immer nur einen zweidimensionalen Raum und fragt jetzt für jeden dieser Punkte, also die Umweltbedingungen, kann eine Art koexistieren oder nicht, oder kann sie überleben oder nicht, kann sie ein positives Gleichgewicht haben, also hat sie eine Art positives Fitness. Und dann sagt er, okay, jetzt kann ich ja schauen, wenn das zum Beispiel jetzt eine Temperatur ist, dann wird es irgendwann zu kalt oder zu warm und das ist irgendwie eine Höhe von einem Berg, dann hat die Art auch eine gewisse Höhe oder eine Feuchte, in der sie leben kann. Und dann sagt er, dann kann ich doch mal hier so den Grenzbereich eintragen, in dem diese Art 1 überleben kann, und das nennt er dann die Nische für die Art 1.
Und eine zweite Art könnte hier eine andere Nische haben. Eine andere Art könnte andere Temperaturen haben und könnte hier so eine Nische für 2 haben. Und jetzt sagt er, ne, wo kommt jetzt diese, wo kommt diese Linien her? Und er sagt, letztendlich haben wir ja irgendwelche Modelle. Also soll es so ein Map geben. Nehmen wir an, wir haben wirklich hier unser Modell. In irgendeiner Form x-Punkt gleich f von x. Unsere Populationsdynamik. Und dann sagt er, dann muss es hier so ein Mapping geben. Letztendlich müssen wir halt unsere Populationsdynamik für unsere Art kennen. Dann können wir schauen, wann hat die Art positive Wachstumsraten. Und diese Gleichungen enthalten natürlich jetzt unsere Umweltfaktoren. Und dann können wir ausrechnen, für welche Faktoren wir hier positives Wachstum haben und können die Nischen einer Art bestimmen. Und so kommen wir jetzt dazu, dass wir Arten kontinuierliche Eigenschaften oder der Umwelt der Art kontinuierliche Eigenschaften zuordnen und dann ein Mapping machen müssen zu einem Modell. Und jetzt, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Wir müssen jetzt schauen, wie das Mapping geht natürlich dann auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich irgendwelche Umweltfaktoren habe, die Parameter habe, dann kann ich jetzt mit diesem Mapping in meine Modellgleichung reingehen, gucken, wo habe ich positives Wachstum und bekomme diese Grenzen dieser Nischen. Wir können das also erstmal hinschreiben, die ökologische Nische, eine Art. Können wir jetzt also beschreiben als das Volumen. Die Größe dieser Gebiete, der biotischen und abiotischen Faktoren. Positiven Wachstum der Art führen. Was man jetzt auch noch hier wirklich berücksichtigen muss, ist, dass dieser Raum nicht verwechselt werden kann mit einem physikalischen Raum, sondern das ist ein Raum von Umweltfaktoren. Und um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, gibt es da ein Beispiel, das da sehr oft genommen wird. Nehmen wir mal an, wir haben wirklich so einen See. Und nehmen wir an, wir gehen in der Tiefe. Jetzt hier die Tiefe im See haben und fragen uns nach der Temperatur. Dann kennen Sie das ja, dass die Temperatur im Oberflächenwasser normalerweise ein bisschen wärmer ist, dann die Sprungschicht und dann wird es ein bisschen kälter. Dann kriegen wir jetzt eine Temperatur, also einen abiotischen Faktor, der in dem See mit der Tiefe kleiner wird. Upsala. Ich muss das ein bisschen besser kontrollieren, wo in den Ausschnitt meines Videos. Also Sie haben hier die Tiefe und die Temperatur fällt da ab. Und jetzt könnten wir aber auch, das wäre jetzt so ein abiotischer Parameter, jetzt könnten wir aber auch noch weiterhin, auch nochmal hier über die Tiefe im See, könnten wir so einen biologischen Faktor haben.
Und das könnten jetzt sein, wir haben jetzt, wir sind interessiert an einem Grazer, der gerne jetzt Algen frisst. Und jetzt könnten wir gucken, wie ist die Größe der Algen. Und da könnte es sein, dass jetzt im Tiefen, dass es hier nur ganz kleine Algen gibt. Also kleines Futter für unseren Grazer. Und hier oben gibt es halt auch die Kleinen. Also die Kleinen sind überall. Aber hier oben gibt es auch noch ein paar größere Algen. Und nehmen wir jetzt an, in diesem hypothetischen System sind das die einzigen Faktoren für unseren Grazer. Er ist interessiert nur oder seine Wachstumsrate hängt nur ab von der Temperatur und von der Größe seines Futterspektrums. Dann können wir dieses System jetzt auch wieder mappen auf einen Nischraum. Dieser Nischraum hat nur zwei Achsen, weil wir nur zwei Parameter haben, die Temperatur und die Größe des Futters, also die Größe der Algen. Also haben wir in unserem Nischraum zwei Achsen. Einmal haben wir hier die Größe der Algengröße. Und wir haben die andere Achse, die Temperatur. Und jetzt ist es schon so, dass hier die Temperatur wirklich auch mit der Tiefe des Sees zusammenhängt. Aber in dieser Darstellung haben wir jetzt hier die Achse der Temperatur und das kann man zwar mappen auf die Tiefe des Sees, aber dieses Mapping, es geht nur über so ein Mapping, aber es ist nicht implizit. Hier reden wir nur über den Wert der Temperatur. Hier sagen wir nichts darüber aus, über die Position, die Tiefe in unserem Gewässer. Und jetzt können wir gucken, welche Arten könnten denn jetzt hier drin. Also ich meine, und jetzt können wir erstmal sehen, was ist überhaupt realisiert. Wir sehen, wir haben alle möglichen Temperaturen, von klein bis groß. Also hier haben wir die ganze Bandbreite in dem See, in der minimalen bis der maximalen Temperatur. Und dann haben wir aber bei der hohen Temperatur haben wir kleine und große Algen, dann haben wir diesen Bereich und bei der niedrigen Temperatur haben wir nur kleine Algen. Also können wir sagen, es gibt hier so eine Maximaltemperatur in der Oberfläche, es gibt eine Minimaltemperatur und dann gibt es so in der Größe der Algen gibt es vielleicht sowas. Das wäre sowas sozusagen, das überhaupt das Angebot überhaupt die ganzen Parameterwerte, die wir haben, das wäre hier sowas wie diese fundamentale Nische in unserem System. Das sind überhaupt die Kombinationen, die in dem System realisiert werden. Und diese Ecke, die gibt es gar nicht in unserem System, weil in dem Bereich mit den kalten Temperaturen, also ganz unten drin, hier haben wir keine großen Algen. So, und jetzt können wir gucken, wenn wir jetzt Arten haben, wie könnten Arten spezialisiert sein? Und dann könnte es ja sein, dass wir eine Art haben, die hier unten gerne ist. Das wäre die Art 1. Das wäre die Nische der Art 1. Das wäre eine Art, die geringe Temperaturen und ein kleines Beutespektrum, also eine kleine Algengröße hat. Und wir könnten hier eine zweite Art haben, die lebt weiter oben im Gewässer, die hat lieber größere, höhere Temperaturen und größere Algenart, größere Futter. Und jetzt würden Sie sehen, gut, diese Arten hätten jetzt vielleicht auch genügend großen Abstand, dass sie beide koexistieren können. Es gibt ja, also so von der limitierenden Ähnlichkeit sind sie sehr weit entfernt. Aber aus so einem Bild könnte man dann schnell sehen, hier gibt es ja noch Potenzial für eine dritte Art, die einwandern könnte.
die immer noch weit genug ist für weit genug genügend großen Abstand zu den anderen beiden Arten hat. Das wäre eine Art, die halt warme Temperaturen liebt, die hier oben ist und sich auf kleine Futtergrößen spezialisiert. Das wäre also jetzt hier eine nicht besetzte Nische. Sozusagen, da wäre eine Möglichkeit für eine Art einzuwandern. Während denn jetzt eine Art einwandern würde, die auch hohe Temperaturen und großes Futter benötigt, dann würde sie sehr stark mit dieser Art 2 konkurrieren. Ne? Und so erlaubt einem jetzt diese Vorstellung dieses Nischraumes, ja, hier erstmal zu sehen, unter welchen Umweltbedingungen könnten denn Arten existieren. Die existierenden Arten, die wir haben, können wir hier eintragen, können ihre Abstände kennzeichnen. Aber das große, also das ist erstmal der große Vorteil, ist diese schöne Konzeptionalisierung des speziellen, der Eigenschaften eines speziellen Systems in so einen abstrakten Raum, in dem wir einfach nur noch über Abstände und Volumina reden, ne? Und schauen, wo ist noch Platz für eine Art einzuwandern. Der große Nachteil ist, dass wir natürlich nie sagen, was sind das eigentlich hier für Faktoren. Können wir hier auch Arteigenschaften mit reintun oder sind nur Umweltfaktoren? Und wie genau soll das denn jetzt hier eigentlich sein? Wie nah dürfen sich denn hier Arten kommen? Ab wann? Wo ist denn jetzt die Grenze der Ähnlichkeit? Und wie können wir jetzt sozusagen dieses Mapping dieser zwei Arten, die in so einem Nichtraum sind, in die Populationsdynamik, wie können wir denn das machen? Und da muss man sagen, der Beitrag von Hutchinson war halt, dass er diese Konzepte einfach ins Leben gerufen hat und Leute zum Nachdenken gebracht hat. Er hat aber jetzt noch nicht die Mathematik geliefert, wie wir das wirklich berechnen können. Und da ist es halt manchmal so, ein gutes Modell muss noch nicht mal Gleichungen haben. Ein gutes Modell langt einfach, so ein Konzept zu machen, das ist schon ist manchmal ein viel besseres Modell, als jetzt hier hunderte von Gleichungen hinzuschreiben. Und jetzt werden wir sehen, dass sozusagen der nächste Paukenschlag, das war dann der Beitrag von Robert MacArthur, der halt gezeigt hat, wie wir hier wirklich in so einem Nichtraum die Modellgleichung und die Parameter unseres Lotka-Volterra-Modells bekommen. Aber das schauen wir uns im nächsten Video an.